Isabel, bald geht's los. Morgen machen Jessica und Dorothee den Einstand. Wie fühlt sich das Team an? Ja, das Team fühlt sich sehr gut an. Alle Pferde sind gut angekommen. Wir haben hier für die Pferde exzellente Bedingungen. Ein paar Baustellen an anderen Stellen noch, aber ansonsten Boden, Stall, alles top und die Pferde sind gut drauf. Und dann schauen wir mal, was so alles passiert noch. So ein internationales Turnier, das ist ja durchaus eine Herausforderung auf allen Ebenen, sei es fürs Management, die Organisation und auch natürlich für Tier und Reiter. Wie haben die Pferde den Transport hierher verkraftet? Ja, sehr gut. Wie ich schon sagte, sind alle sehr gut angekommen. Die Quarantäne war für die Pferde unproblematisch, aber trotzdem insgesamt schon ein bisschen kompliziert hier. Die Amerikaner haben das nicht so ganz unkompliziert gelassen, aber so ist es nun mal. Haben wir alle gut überstanden und jetzt hier im Stall ist alles wirklich sehr, sehr gut. Wie geht's Bella Rose? Ja, der geht sehr gut. Die ist auch noch unbeeindruckt von den Temperaturen. Also es gefällt ihr gut hier, aber sie hat auch noch eine satte Gehfreude. Und ich hoffe, dass wir das Temperament bis Donnerstag gut im Griff haben. Satte Gehfreude, wundervoll. Ihr durftet schon im großen Stadion reiten. Alles unproblematisch für Bella? Ja, also das Stadion und die ganzen Umstände, die beeindrucken sie nicht. Sie ist mit sich selbst beschäftigt und das ist ja auch genug. Und also die Umstände sind in der Regel nicht das Problem. Ja. Welchen Stellenwert hat für dich der Teamwettbewerb in Trine? Einen ganz großen. Der hat einen gleichermaßen hohen Stellenwert wie die Einzelwertung. Mag sich für viele immer blöd anhören, aber es geht nur über die Teamwertung in die Einzelwertung und wir haben hier einen Titel zu verteidigen und das wird schwer genug. Die Amerikaner insbesondere werden uns das Leben sehr schwer machen hier und das wollen wir zuallererst mal mit optimalen Leistungen absolvieren. Gab es irgendeine spezielle Routine, die du quasi durchgeführt hast in Vorbereitung auf dieses Turnier? Oder hast du quasi alles beim Alten gelassen? Wie gehst du die Vorbereitung für solch ein internationales Turnier an, für die Weltreiterspiele? Na gut, das ist ja ein relativ vorgezeichneter Weg, in dem man die Pferde über die einzelnen Turniere, über die Sichtungswege dann zum Championat vorbereitet. Und ich hatte ja das große Glück, mit mehreren Pferden mich vorbereiten zu können und natürlich freue ich mich jetzt sehr, dass mit Bella Rose nach 4 Jahren irgendwo sich hoffentlich der Kreis schließt und wir jetzt hier wieder bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Es gab also einfach die konzentrierte Vorbereitung von Turnier zu Turnier, die Stute weiter zu steigern, weiter zu stabilisieren und das ist uns gut gelungen und ich hoffe, dass hier dann der Höhepunkt stattfinden wird. Gibt es irgendetwas, was du den deutschen Dressurfans zu Hause mitgeben möchtest? Ja, die müssen uns natürlich unbedingt alle verfügbaren Daumen und auch Zehen gelten auch dazu drücken und wir hoffen, dass wir hier in der Mannschaft schon mal die Kurve kriegen und dann sehen wir weiter.